Hallo und willkommen zurück in der Welt von Elden Ring. Und wenn ihr schon General Radahn besiegt habt, dann könnt ihr euch sein Ausrüstungsset holen. Und genau das machen wir heute. Und gilt natürlich für alle Spieler, die schon General Radahn besiegt habt. Das ist quasi eure Belohnung dafür, dass ihr ihn auch besiegt habt. Und jetzt gehen wir einfach hier in der Tafelrunde, wenn wir hier ankommen. Müsste hier schon die Tür längst offen sein und dann gehen wir hier zu dieser jungen Dame, die Dame der Finger. Und hier können wir jetzt Radahns Ausrüstung komplett kaufen. Heißt also den Rotmähnenhelm. Steht auch schon Radahns Rotmähnenhelm. Und dann gibt es hier den Radahns Löwenrüstung. Und dann gibt es hier noch die Radahns Beinschutz. Der kostet 8000 allerdings. Der muss ich jetzt erst nochmal eine Rune benutzen, damit wir das hinbekommen. Ah, hoffentlich wird es nicht zu knapp. Ich muss mal nochmal was verkaufen. Ja, passt aber. Und da gehen wir jetzt hin, kaufen nochmal den Beinschutz. Und natürlich holen wir auch sein Schwert. Und da könnt ihr hier bei der jungen Dame die Kraft von Echos erhalten. Und das sind die Echos, die ihr bekommt, wenn ihr quasi einen Boss getötet habt, bekommt ihr immer von denen einen gewissen Echo. Ihr seht, ich habe jetzt hier schon zwei Echo. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie hat er das denn gemacht? Im ersten Durchgang zwei Echos. Das ist eigentlich relativ einfach, denn es gibt solche wandelnde Mausoleums, heißen die. Und da könnt ihr eure Echos duplizieren und verdoppeln. Schaut gerne mal unten in der Beschreibung nach, da verlinke ich euch mal das Video, wie das genau geht und was ihr dabei beachten solltet. Und entsprechend könnt ihr euch dann quasi auch beide Bosswaffen von diesem Boss herstellen. Wie gesagt, guckt da mal rein und auch im Abspann werde ich euch das Video hier nochmal verlinken, so dass ihr dann einfach da draufklicken könnt und dann entsprechend auch seht, wie ihr hier die Echos verdoppelt. Ich gehe also in das Radahns Echo rein und kann mir hier jetzt nochmal das Schwert kaufen. Großschwert der Sternengeißel oder hier eben den Langbogen. Ich persönlich bevorzuge natürlich das Schwert. Kann es aktuell noch nicht tragen, weil ich nicht genug Weisheit habe. Und ich könnte mir jetzt sogar auch noch den Bogen holen. Ganz wichtig, bevor ihr die Echos einlöst, solltet ihr vorher die Echos auch verdoppeln, so dass ihr immer eins noch in Reserve habt quasi. Und das macht ihr eben, wie gesagt, mit diesen wandelnden Mausoleums. Und wie man da reinkommt, das zeige ich euch jetzt hier im anderen Video. Wir packen uns jetzt erstmal die Rüstung an. Das ist schon ein relativ starkes Rüstungsset. Nicht das stärkste, aber schon relativ stark. Und vor allem sieht es halt auch cool aus. So, haben wir die Radahns Handschuhe haben wir vergessen, ne? Die müssen wir uns vielleicht gleich noch holen. So. Und das sieht doch schon mal ganz nice aus auf jeden Fall. Und jetzt können wir noch das Schwert in die Hand nehmen. Mal gucken, wo das gelandet ist. Müsste ja eigentlich hier oben bei den Schwertern irgendwo sein. Da ist es auch schon. So. Und dann sind wir eigentlich komplett ausgerüstet. Wie General Radahn. Und das ist ein relativ cooles Rüstungsset. Es ist allerdings ziemlich schwer, gerade das Schwert. Ihr müsst dann eigentlich noch was ein bisschen auf Kondition und Ausdauer machen, so dass ihr dann entsprechend dort ja einfach ein bisschen schneller rollen könnt. Das kommt ja immer drauf an, wenn ihr große Gewichtslast habt, könnt ihr natürlich nicht mehr so schnell rollen. Und ja. Entsprechend, je nachdem, was ihr für einen Spielstil habt, wenn ihr gerne schnell unterwegs seid und schnell euch rumrollt, dann solltet ihr natürlich entsprechend auch ein bisschen was auf Kondition packen. So, wir verkaufen jetzt hier nochmal ein paar Sachen. Ich habe leider nicht genau im Kopf, Es ist witzig, dass das Großschwert plus 14 200 gibt und das normale Großschwert auch 200. Ich habe
Ich habe jetzt leider nicht genau im Kopf, wie viel Runen wir brauchen, um noch die Handschuhe zu kaufen. Aber die holen wir dann gleich auch noch, damit wir einfach mal das komplette Rüstungsset haben. Ich muss immer den ganzen Krempel hier verkaufen. Vor allem die Sachen, die ich doppelt habe, kommen jetzt mal unter den Hammer. So, was haben wir hier noch? Billigschild. Ach du liebe Zeit. Ja, hier haben wir echt vieles noch doppelt. Ich verkaufe natürlich immer nur die doppelten Sachen. Ui. Das gibt dann schon mal ein bisschen was. Parfümprobe. Hier haben wir doch auch was doppelt. Die sind beide schon geändert. Genau. Die hier noch. Was haben wir hier noch doppelt? Und dann können wir uns gleich noch die Armschienen wahrscheinlich holen. Sehr wahrscheinlich. Ich gehe mal aus, dass es reicht. Godric's Soldatenbeinschutz. Was wir hier alles haben. Talisman wird es keine doppelten geben. Wie wir sehen, haben wir gemacht 5000. Ja, ich habe gar keine großen Seelen mehr da, glaube ich. Ja, die gibt natürlich nicht ganz so viel. Ich schätze mal, seine Handschuhe kosten schon so 8000, würde ich jetzt mal behaupten. Wir können aber hier noch mal ein bisschen Zeug verkaufen. Lindert die Belastung durch Scharlachfeuchten. Solche. So, ja. Kann eigentlich auch weg. So 23, so ein Messer. Okay. Ja, die Materialien geben halt nicht so viel. Aber da kann man ruhig auch mal die Überreste hier verkaufen. Großer Schimmerstein. Die gibt es eigentlich auch immer wieder in diesen Minen. So, was haben wir jetzt? 7700. Müsste eigentlich schon reichen. Ich verkaufe aber jetzt nochmal so zwei, drei Sachen. Was haben wir denn hier noch für Zeug? Ach du liebe Zeit. 10 gibt es alles zusammen hier. Ja, da machen wir auch nochmal 5. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Objektherstellung benutze ich relativ selten. Von daher kann man das ruhig schon mal verkaufen. Und gehen wir hier hoch. Ich finde, die Objektherstellung ist ein bisschen überflüssig irgendwie gemacht. Und vor allem das ganze Zeug da immer einzusammeln, ist jetzt nicht so mein Ding, muss ich ehrlich sagen. Und hier haben wir noch die Radarnstulpen, ja, lag ich richtig mit 8000. Passt also, ziehen wir jetzt auch noch an. Und dann haben wir ein komplett schönes Rüstungsset von General Radahn. Da ist es. Und ja, so sind wir fertig quasi. Sieht ziemlich geil aus, wie ich finde. Und könnt ihr euch natürlich auch holen. Ziemlich krasses Rüstungsset. Könnt ihr hier einfach kaufen, wie gesagt. Und schaut gerne auch nochmal jetzt gleich in den Abspann rein. Dort zeige ich euch dann, wie ihr das duplizieren könnt. Die Echo vom Radahn. Gut, Freunde. An dieser Stelle sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Klickt gerne mal auf die Glocke. Hinterlasst ein Abo, wenn ihr Bock habt. Und dann sehen wir uns vielleicht sogar beim nächsten Video. Würde ich mich freuen. Auf jeden Fall macht's gut, Leute. Und ich wünsche euch noch viel Spaß bei Elden Ring. Adios und ciao, ciao.